Hi Leute, heute geht es darum, um Worte, um die Sprache. Was kann mir die Sprache sagen? Was kann ich von der Sprache lernen? Und ich wollte nur mal ein paar Begriffe zum Beispiel anbringen. Gerade so ältere Wörter in der deutschen Sprache vor allem auch sagen einem so viel aus über den Sinn. Oft denkt man gar nicht mehr über den Sinn von manchen Worten so nach, weil man es einfach gewohnt ist, so zu benutzen. Aber wenn man sich mal wieder den Sinn bewusst macht, hinter den Worten, zum Beispiel auch wenn man über Krankheit spricht, macht man sich so viel unbewusst eigentlich schon, kann man sich unbewusst schon klar machen durch die Worte. Wenn man über Krankheit spricht, kann man sich auch über die Worte schon so viel bewusster machen, was eigentlich hinter der Krankheit steckt oder hinter dem Symptom, was man gerade hat. Und zwar, wenn man was an den Beinen zum Beispiel hat, so wie steht man im Leben, wie geht man durchs Leben, wie kann man zu den Dingen stehen oder wenn man die Nase voll hat und so weiter, diese ganzen Deutungen, das kann man bei Krankheit sehr gut machen. So. Und ja, was will ich nicht hören, was will ich nicht sehen? Und ja, die Sprache verrät einem da oft sehr viel, so man kann sich nicht riechen, mal Chemie muss stimmen und ja. Und dann finde ich ein paar Wörter, wollte ich mal anbringen, zum Beispiel das Wort Entwicklung. Entwicklung. Was das eigentlich bedeutet. Man hat was verwickelt, verknotet und man soll es entwickeln, so entfalten. Und wenn man sich entwickelt, da ist nichts neu zu entdecken, da ist nichts. Also man entdeckt es wieder, es ist eine Entwicklung. Man hat sich vorher verstrickt in irgendwas und jetzt entwickelt sich das. Und deshalb, das Wissen kommt auch im Endeffekt am Ende alles aus einem selbst raus. Es ist eine Entwicklung. Und heute war noch ein schönes Wort, hat Ramona erzählt, so Armut, so arm an Mut zu sein. So. Und ja, bei Krankheit dann nochmal gibt es das Wort zum Beispiel heil sein. Heil bedeutet ganz sein. Früher hat der Arzt gefragt, was fehlt Ihnen denn? Was muss ich hinzugeben, um ganz zu werden? Und durch Wegschneiden, durch Hass oder durch Wut auf seine Krankheit kann man nie was integrieren und ganz werden. Heil werden kann man nur, ganz werden kann man nur, wenn man was integriert so und die Krankheit integriert in sein Leben. Dann kann man heil werden, dann kann man ganz werden. Und was gibt es denn noch für Begriffe? Anderes Wort ist Enttäuschung. Ist eigentlich auch was Schönes. So. Man ist enttäuscht. Es ist ein Ende der Täuschung. Man hatte vorher eine Illusion, eine Täuschung. Und Enttäuschung ist ist das Ende der Täuschung. Es gibt eben so einige Wörter. Achtet mal drauf. Selbst, was sie so sagt. Was für Worte ihr benutzt. Und man kann dafür dann durch viel über sich selber lernen und sich gut entwickeln. Ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.